Es war wieder mal ein Wahnsinnstag gestern, der erste Teil der Marathon-Etappe. Ein Tag, der immer noch nachhallt in den heutigen frühen Morgen hinein. Heute geht es nämlich wieder raus aus dem provisorischen Biwak, das aufgebaut worden ist, um den Fahrern da eine Nachtruhe zu gönnen. Ihr habt es gestern in unserem Podcast, in unserer Daily Dakar-Reihe gehört mit Heinz Kinigartner. Es gab da kurzfristig eine Änderung, dass man nämlich die Wohnmobile zugelassen hat in den Biwak von gestern Abend. Das heißt also, es durfte tatsächlich halbwegs komfortabel genächtigt werden für all diejenigen, die ein Wohnmobil hatten. Und die normale jugendherbergsähnliche Massenunterkunft, die bei solchen Marathonabenden normalerweise vorgesehen ist, die ist kurzerhand aufgelöst worden. Warum? Natürlich wegen Corona. Heinz Kinigartner hat es bei uns im Podcast Daily Dakar von der Pitcast-Reihe gestern Abend erklärt. Längst nicht alle sind in den Genuss dieser Übernachtung überhaupt gekommen. Die Geschichte des gestrigen Tages und der gestrigen Nacht, die sich immer weiter entwickelt hat und die erst ganz spät ihr Ende gefunden hat, das ist die Leidensgeschichte von Brian Barakwanath mit Ty Perry, den einstmals Sechstplatzierten in ihrem Century Buggy. Ich habe mir mal rausgesucht, wann die sich gestern Abend nochmal gemeldet haben. Da kam um 22.37 Uhr meiner Zeit, also um 0.37 Uhr Saudi-Zeit, mal ein kurzes Update von den beiden aus dem Auto. Da stand drin, we alive. Also wir leben noch. Viel mehr war es dann aber auch nicht, zumindest nicht fürs Auto. Ich hatte ja angedeutet im Podcast gestern Abend, Querlenker verbogen, Querlenker ausgerissen an dieser einen Öse, die verschraubt ist mit dem Radträger. Genau da ist ein Riss entstanden, ein Bruch entstanden. Und jetzt kommt die Geschichte hinter der Geschichte. Wie so oft bei der Rallye Dakar, man tut sich ja leicht von außen zu sagen, Querlenkerbruch, Fahrfehler, ist halt so. Das große Problem ist die Ersatzteilversorgung gewesen von der Mannschaft von Brian Barakwanath gestern. Denn es gibt eine Eigenheit bei diesem Team, die beispielsweise die Century-Mannschaft unterscheidet von absoluten Top-Teams, so wie der X-Raid-Mannschaft. Bei X-Raid steht eine Infrastruktur dahinter, von der man im Biwak gerne mal sagt, sie sei generalstabsmäßig geplant. Und genauso ist es. Es gibt einen riesen Teilevorrat. Man hat für jedes Auto ein Ersatzteillager mit dabei, das teilweise vormontiert ist, das in diesen Service-LKW und in den Fast Assistance-LKW mit drin ist, also die LKW, die auf der Wertungsprüfung hinter dem Auto hinterherfahren. Bei einem kleineren Team wie Century ist das ein bisschen anders organisiert und das ist gestern eines der Probleme gewesen. Es gibt neben dem reinen Rallytross nämlich auch ein paar intelligente, geschäftstüchtige Franzosen, die gab es schon immer, die Rallye Dakar nutzen, um da ein Geschäft draus zu machen, als Truckie, als LKW-Fahrer, als schneller Ersteingreifer. Die kommen dann mit einem großen LKW, Werkbank drin, Werkzeug drin, Materialschränke drin, alles Mögliche und bieten ihre Dienste an all jene Teams, die sie da einmieten können. Das sind dann mal kollektiv für 2, 3 Teams zusammengefasst, ein Service-LKW und ein Teillieferant, der fährt hinterher auf der Wertungsprüfung und ist für jeden da, der sich vorher bei ihm eingemietet hat, bei ihm eingekauft hat, ist dann sowohl als Mechaniker wie auch als Lieferant für die Ersatzteile für dieses Team mit zuständig. Das Team von Century ist ja aufgeteilt in 2 Abteilungen. Einmal die Truppe von Mathieu Serradori aus Frankreich mit einem eigenen Team und einmal das Werk quasi aus Midrand in Südafrika. Mathieu Serradori hat die Logistik gestellt und hat auch einen Landsmann von sich organisiert als Service-Truckie, der auf der Wertungsprüfung mitfährt. Und bei dem hat sich Century mit eingemietet und bei dem hat sich auch ein Motorradteam mit eingemietet, das theoretisch auch auf die Dienste zurückgreifen könnte. Die Motorräder haben nun gestern auf der Marathon-Etappe striktes Verbot bekommen, Ersatzteile irgendwo reinzuladen in einen LKW. Auch die großen Service-Trucks von KTM, von Honda etc. dürfen da nicht hinterher fahren. Das ist eine reine Marathon-Etappe. Da ist wirklich für die Motorräder nur Bordmittel gesagt. Bei den Autos dürfen die T4 hinterherfahren, dürfen Reifen spendieren, wie es Genil de Villiers braucht, dem gestern 4 Reifen geplatzt sind, dürfen auch Ersatzteile beispielsweise für Stefan Peter Ronsell mit seinem Querlenkerbruch spendieren. Da sind die Regeln etwas unterschiedlich. Jetzt hatte der Truckie von Serradori Stauraum, Lagerraum frei in seinem LKW, weil die Motorradteile nicht eingeladen werden durften. Der hat angeboten bei Century, ihr könnt mir noch was geben für den Notfall, kostet dann aber extra 2.000 Euro.
Hat dann Brian Barakpanath entschieden, das machen wir nicht, das Geld sparen wir. Wir sind sowieso auf einem absoluten Minimalbudget unterwegs. Denn, sagt Brian Barakpanath vor der Abfahrt, wenn es so weit kommt, dass der uns helfen muss, dann ist unser guter Platz in der Gesamtwertung sowieso beim Teufel. Und nur darauf kommt es an. Ein guter Platz in der Gesamtwertung. Also hat Brian Barakpanath dankend abgelehnt, da 2000 Euro hinzulegen und weitere Ersatzteile in den T4-Trag einzulagern vom Cerradori-Team. Prompt fährt er sich die Aufhängung zu Klump, reißt das Auge, reißt die Öse vom Radträger ab und hat genau dieses Ersatzteil nicht selbst an Bord in seinem Auto, muss also warten, bis irgendeiner kommt, der ihm so eine Öse geben kann. Diesen Querlenker mit dem Auge drin vorne. Cerradori fährt vorbei, Seydan fährt vorbei, der Dritte im Bunde fährt vorbei, der brasilianische Fahrer Gastaldi, denn sie alle haben auch dieses Teil nur für sich selbst an Bord und denken, das brauchen wir wahrscheinlich für die Marathon-Etappe, wenn uns sowas passiert. Wenn wir das jetzt hergeben, dann sind wir nachher die Gelackmeierten. Und so stehen dann Brian Barakpanath und Ty Perry stundenlang in der Wüste, stellen fest, der LKW kann auch nicht helfen, weil nicht eingezahlt vorher. Und bauen dann eine für abenteuerliche Konstruktion mit Spannbändern, mit Gummigurten, mit allem Möglichen, um irgendwie mit einem schlackernden Rad aus dieser Prüfung rauszukommen. Da war dann irgendwann gestern Abend um 22.37 Uhr unserer Zeit in Deutschland diese Meldung, wir leben noch. Da ist man aber immer noch unterwegs in der Prüfung, hat nochmal gesagt, tak, 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 tak. Kleinen Zwischenstand geben für diejenigen, die es interessiert, dass das Auto immer noch weitwund, aber an einem Stück ist. Irgendwann in der Nacht sind sie dann in dieses Biwak eingefallen von dem Marathonort, wo sie den Truckie überredet haben, doch noch nachträglich die 2000 Euro anzunehmen und die Radaufhängung rauszurücken, die da noch mit drin ist, sich an dem Teilereservat quasi zu bedienen, was der noch mitgeführt hat. Das hat auch funktioniert. Es gibt jetzt einen neuen Querlenker für den Century Buggy. Der wird dann versucht, nachts anzuschrauben in tiefster Dunkelheit. Klappt nicht, weil auch noch weitere Teile der Aufhängung verbogen sind in der Zwischenzeit durch das lange Rauseiern mit dem nur notdürftig befestigten Querlenker aus der Prüfung raus, sodass auch heute in den zweiten Teil der Marathon-Etappe immer noch mit einem notdürftig gerichteten, schlackernden Rad gefahren werden muss. Das Ganze ist nach wie vor ein furchtbarer Eiertanz für Brian Barakpanath und Ty Perry. Und da schwebt immer noch das Damoklesschwert des Ausfalls oben über den beiden. Erschwerend kommt hinzu, dass sie überhaupt keine Minute geschlafen haben in der letzten Nacht, weil sie so lange versucht haben, irgendwie mit eigener Kraft ihr Auto zu richten und den heutigen Tag zu retten. Das sind so ein paar Hintergründe, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt erfährt von den Qualen bei der Rallye Dakar. Es gibt eine ganze Menge solcher Geschichten. Beispielsweise haben auch Tim und Tom Coronel gestern bis in die Nacht, bis heute Morgen reingeschraubt bei einem Toyota Hilux von einem Fahrer aus dem Baltikum, der hinten ein Problem an der Hinterradaufhängung oder am Differential gehabt hat. Da haben die Coronel-Brüder einfach mit angepackt. Einfach deswegen, weil es nötig gewesen ist, weil die Kameradschaft und der Geist der Rallye Dakar das nötig gemacht hat. So lebt man nun also diesen Spirit ganz besonders aus bei der Marathon-Etappe. Für Ty Perry und Brian Barakpanath heißt es aber jetzt zittern und gucken, ob diese provisorische Lösung reicht. Und wenn ihr euch jetzt wundert, was das für eine komische Konstruktion ist, mit dem sich einmieten bei diesen Service-Truckies, so komisch ist das nicht. Da gibt es schon immer wieder interessante, teils haarsträubende Geschichten. Eine davon muss ich mal mit Matthias Kahle aufarbeiten für eine Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Das war eine höchst amüsante Geschichte, noch in Afrika, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Das gehört irgendwann mal da hinten rein. Jedenfalls, das System ist so neu nicht und das System ist ja auch sehr ähnlich im Rallye-Sport. Da verpflichtet ja auch der Fahrer seinen Beifahrer und zahlt den auch. Also nicht das Team zahlt Beifahrer, Gottschalk von Sitzewitz oder im scharfen Rallye-Sport die Beifahrer, so wie Sebastian Loeb, Daniel Elena. Das wird nicht von Citroën bezahlt, nicht von VW, nicht von Ford, sondern eben der Fahrer sucht sich aus, welchen Beifahrer er haben möchte, verpflichtet den und bezahlt den auch aus seinem eigenen Portemonnaie. Das heißt, er muss vorher beim Team, beim Werksteam so viel rausgehandelt haben für sich selbst, dass er das Geld dann entsprechend mit einbudgetiert für den Beifahrer, den er gerne hätte. Das sind so kleine, will ich sagen, buchhalterische Tricks, aber doch buchhalterische Besonderheiten, die der Rallye-Sport mit sich bringt. Da gehört eben auch dieses ganz besondere Wesen der Service-Truckies mit dazu, zumindest bei einem Teil der Teams. Und da unterscheidet sich dann eben eine riesige professionelle Mannschaft wie X-Raid von einem kleineren Team wie der Century-Mannschaft.
Und die Logistik bei der Dakar, die ist dermaßen aufwendig, dass man in der Tat nur, wenn man so perfekt organisiert ist wie X-Raid, auch über schwierige Tage hinwegkommen kann. Stefan Peter Ronsell mit dem gebrochenen Querlenker hat das gestern bewiesen. Und der gebrochene Querlenker beim autoführenden Stefan Peter Ronsell ist dann gleich das nächste Thema für Teil 2 unserer Morgenlage Sand in Sicht heute vor dem zweiten Teil der Marathon-Etappe. Habt ihr auf die Internetseite pitwalk.de schon mal drauf geschaut? Da ist ja oben das Menü, ganz rechts steht Pit Live, dann gibt es einen Untermenüpunkt Bilder des Tages. Da könnt ihr euch das ganze Drama von gestern nochmal fotografisch angucken. Da gibt es sowohl ein Foto von der N2 geborstenen Antriebswelle, beziehungsweise des N2 geborstenen Querlenkers, ist es ja bei Stefan Peter Ronsell an dessen X-Raid Buggy, als auch das zweite große Drama des Tages, der so lange Schnitt, bestimmt 6 Zentimeter breit, in der Flanke des Reifens von Toby Price, dem einstmals Führenden in der Motorradfahrerwertung. Price hat diese Spitze gestern eingebüßt mit dem Rückstand von einem Sekündchen. Wahnsinn. Einem Sekündchen also auf Nacho Cornejo auf der Honda. Und Price hat vor allen Dingen eine Improvisation hinlegen müssen, auf die man erstmal kommen muss. Er nennt sich jetzt mittlerweile selbst den Wüstenmechaniker. Er hat mit Kabelbinder seinen Mantel um die Felge gewickelt, an der Felge festgezurrt, um zu vermeiden, dass dieser Riss dauernd auf und zugeht und so sich immer weiter fortfrisst. Und so möchte er tatsächlich den heutigen Tag bestreiten. Ich hatte es ja vorgestern in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de geschrieben. Man darf eben nur so und so viel Mäntel verschleißen in der Motorradfahrerwertung. Und heute und gestern bei der Marathonwertung, da ist ein Reifenwechsel ohnehin nicht gestattet. Ausgerechnet da an der Marathonwertung muss ihm jetzt der Reifenschaden passieren. Aufgeschlitzt offensichtlich an einem Stein gleich im ersten Streckenabschnitt, da wo Kamelgras und versteckte Steine gelauert haben. Ich habe mit Heinz Kinigartner, dem KTM Offroad-Berater, darüber gesprochen, habt ihr ja sicher gehört, in unserem Pitcast, also dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk von gestern. Wer das noch nicht gehört hat, auf pitwalk.de oder auf allen gängigen Podcatchern gibt es da die gestrige Episode von Daily Dakar. Da erzählt Heinz Kinigartner sehr genau, was Toby Price widerfahren ist und wie er das eben mit diesem Kabelbinder provisorisch zu richten versucht. Die Fotos dazu gibt es auf pitwalk.de unter Bilder des Tages, unter dem Untermenüpunkt Pit Live. Da seht ihr, wie gesagt, diesen ganzen Wahnsinn einmal fotografisch aufbereitet, wie es da jetzt aussieht. Ob das funktioniert, wirklich mit diesem Kabelbinder den heutigen Tag zu retten. Er hat heute Morgen übrigens auch noch Profilblöcke abgeschnitten. Da habe ich schon Videos von gesehen, die mir zugespielt worden sind. Profilblöcke rund um diesen Schnitt, damit die Kräfte da auf diese Schnittstelle nicht zu sehr einwirken und nicht immer weiter diesen Schnitt auf und zu machen wie einen plappernden Mund während der Fahrt. Das soll auch das Rad noch entlasten. Er ist da mit einem Teppichmesser zu Werke gegangen, um entsprechend noch die Profilblöcke an der Stelle rauszutrennen. Das Ganze ist irgendwie schon der Mut der Verzweiflung, so sieht es zumindest aus. Und möglicherweise rinnt KTM da gerade die Rallye durch die Finger. Sam Sunderland, auch das hat Heinz Kinigartner gestern gesagt, hat eine sehnenentscheidende Entzündung in beiden Unterarmen. Der ist also auch nur bedingt einsatzfähig, muss sich heute durchbeißen mit Spritzen. Lias Hans übrigens, die einzige Dame oder im Aufgebot des erweiterten KTM-Werksteams, die fährt eine Gas-Gas, aber das ist ein Schwesterbike. Lias Hans hat ebenfalls eine sehnenentscheidende Entzündung in beiden Handgelenken, hat schwere Probleme mit den Handgelenken, hat sie gesagt. Dazu kommt ja immer noch die massive Erschöpfung wegen ihrer Borreliose, an der sie immer noch laboriert. Jeden Abend muss sie einen Pillencocktail von Antibiotika essen. Das wringt sie körperlich ziemlich aus, vor allen Dingen auf den langen Etappen, auf den beiden Tagen vor dem Ruhetag. Da war sie abends ziemlich geplättet. Irgendwie schafft sie es mit eisernem Willen, die Katalanin auf Platz 25 sich festzubeißen. Jetzt kommt aber auch noch diese sehnenscheidende Entzündung dazu, genau wie bei Sam Sunderland. Also das wird auch eine ziemliche Plackerei für die Madrilenin, für Lias Hans. Ich habe mir jetzt mal rausgesucht, um uns ein Bild davon machen zu können, wie es Toby Price heute ergeht, wie der den Spagat schaffen muss zwischen Material schonen, aber schnell fahren.
Daher habe ich mir rausgesucht, wie die heutige Etappe aussieht. Es gibt da jeden Abend ein sogenanntes Carnet, also eine PDF-Broschüre vom Veranstalter für alle Fahrer und Teilnehmer. Die habe ich mir für den heutigen Tag mal kurz organisiert aus Saudi-Arabien heraus, um genau nachzuvollziehen, was da geschrieben steht. 226 Kilometer Verbindung, 375 Kilometer Wertungsprüfung, 106 Kilometer Verbindung, das ist die Drittelung quasi der heutigen Etappe. Gestartet werde laut Aufschrieb, laut Information an einem Schott, also in einem geologischen Phänomen, das ist ein trockengefallener See, der nur hin und wieder mal mit Wasser von unten sich auffüllt, vom Grundwasserpegel her, wenn es wirklich heftig regnet. Ansonsten ist in solch einem Schott schon eine ziemlich gesteinsreiche Landschaft mit vielen spitzen Steinen zu befürchten. Und aus dem Schott heraus geht es dann direkt in eine Schotterpassage hinein. Extra in dem Carnet steht drin, mit vielen Gefahrenstellen. Das heißt, also, das wird schon mal eine ganz heikle Geschichte. Dann geht es in schnellen Sand mit einigen versteckt liegenden Steinchen. Geht über in sandige Kurven, dann wird es also langsamer, immer noch mit Steinen drin. Nach einer Neutralisation wiederholt sich die ganze Abfolge nochmal, nur nicht in dem Schott, sondern die ganze Abfolge mit Schotter mit vielen Gefahrenstellen, schnellem Sand und langsameren, quasi serpentinenartigen Geröllpfaden. Und dann kommt noch einmal eine Passage von schnellen, steinigen Canyons, Schluchten durch die berühmten Felsen von Neom, ran bis an die Straße von Tiran am Roten Meer. Das heißt, das Ganze klingt nach einer ziemlich brutalen Prüfung mit viel Steinanteil, mit viel Geröllanteil, mit vielen spitzen Steinen, die den Reifen so richtig zusetzen können. Ob das tatsächlich funktioniert mit dieser improvisierten Reparatur von Toby Price und ohne Profilblöcke hinten an der Rissstelle, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt bis skeptisch. Ihr seht also, es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu beobachten heute. Und die Rallye Dakar hat scheinbar gerade erst begonnen, auch wenn wir schon mitten in der zweiten Woche stecken. Wir hören uns also heute Abend wieder mit der nächsten Folge von Daily Dakar, unserem täglichen Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Ich habe das Gefühl, es gibt wieder viel zu erzählen und viel zu hinterfragen bei den Akteuren, bei den Teilnehmern in Saudi-Arabien. Bei uns hört ihr alles am ersten und im O-Ton im Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Und wenn ihr auf die Seite pitwalk.de surft, dann kriegt ihr auch noch jede Menge Hintergrundinformationen im Blog, beispielsweise zum Reifendrama bei Genil de Villiers, bei Nasser Al-Attiyah und Konsorten. Da muss man auch mal drauf eingehen, dass möglicherweise die Reifen da die Rallye entscheiden können. Warum das so ist, das habe ich gestern Abend noch aufbereitet. Der Blog ist noch an erster Stelle auf pitwalk.de zu sehen. Und natürlich guckt euch die Bilder an von diesen dramatischen Reparaturen bei Toby Price und bei Stefan Peter Ronsell, den beiden Spitzenreitern. Ich kann nur sagen, das muss man wirklich gesehen haben, um den ganzen Wahnsinn der Rallye Dakar zu verstehen. Wenn es was gibt, gerne hier unten Kommentare reinschreiben, wird alles bearbeitet. Kann manchmal ein bisschen dauern, weil man ja alles rausrecherchieren muss, aus der Ferne nach Saudi-Arabien hinein. Aber ihr merkt ja, der heiße Draht ist da. In der Pitwalk Collection seid ihr rund um die Rallye Dakar auf allen Formaten am besten bedient. Sei es in der Zeitschrift Pitwalk mit verschiedenen Ausgaben, wo wir immer den Marathon-Rallye-Sport thematisieren, teilweise auch mit spektakulären Geschichten hinter den Kulissen. Sei es im Blog, in der Galerie auf pitwalk.de oder da, wo es auch Videos von Pitwalk TV gibt. Und natürlich hier auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören uns bald wieder. Viel Spaß mit dem heutigen zweiten Teil der Marathon-Etappe. Heute Abend gibt es mehr im Podcast Daily Dakar, der Pitcast-Reihe. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reingucken, euer Norbert Okenga.